man guckt hier rein, ein Bett steht hier, ein Teppich. Und jetzt geht man hier einfach in dieses Haus rein und man hat einfach hier so einen gigantischen Raum. Es macht keinen Sinn, Leute. Die große Revanche heute zwischen Lukas und mir. Moin, Lukas. Moin, moin, was geht? Heute gibt es deswegen die richtige Bau-Revanche. Wir haben 20 Minuten Zeit, wir können irgendwas bauen. Keine Vorgabe, okay. Ne? Also heute ganz, ganz cool. Lukas, wir hören uns dann gleich wieder in 20 Minuten ungefähr. Gleich. Ich werde ein etwas normaleres Haus bauen. Also dieses Haus wird, wie gesagt, auf den ersten Blick groß aussehen, aber es wird maßlos übertrieben sein von innen. Also was die Maße angeht und so. Deswegen versuche ich ein einigermaßen normales Haus zu bauen. Das ist ein Schild. Like und Abo für mehr Trolling. Bitte lass doch gerne jetzt ein Like und Abo da passend zum Wochenendestart. Dann versuche ich natürlich noch mehr Pranks auszugraben und andere Leute hier in diesem Format zu pranken. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr am Wochenende machen werdet. Ich bin echt gespannt. Und ich würde sagen, ich baue jetzt hier erstmal ganz kurz das Grundgerüst vom Haus. Wie gesagt, es muss einigermaßen groß sein, sodass es nicht sofort auffällt, weil beim letzten Mal ist es dem Lukas sofort aufgefallen und das soll diesmal auf jeden Fall nicht der Fall sein. Ich werde allerdings auch sehr offensichtliche Sachen einbauen und das hier ist auf jeden Fall mein Haus. Ich muss hier in dieser Perspektive natürlich auch noch ein paar Sachen hinbauen, weil sonst fällt es einfach total auf, wenn man hier reinschauen kann und hier einfach nichts drin steht. Vielleicht noch hier irgendwie so ein paar Bilder an die Wand oder sowas. Habe ich jetzt hier diese Portal-Blöcke und damit können wir jetzt auch unseren Troll starten. Denn wenn wir jetzt hier durch die Tür gehen, kommen wir nicht in das Haus rein, sondern wir werden irgendwo anders landen, wo ich dieses Portal baue. So, ihr seht, ich platziere jetzt die gleiche Portalgröße irgendwo im Nirgendwo. Und jetzt habe ich quasi ein Portal hergestellt von dort oben. Also wenn ich das jetzt hier anzünde, seht ihr, ich komme nicht mehr in mein normales Haus herein, sondern bäm, ich komme hier einfach irgendwo im Nirgendwo heraus. Oh mein Gott, Leute, es ist so verrückt. Schaut euch das einfach mal an. Schaut euch das einfach mal an. Ich komme jetzt hier einfach durch die Tür. Die Blöcke kann ich jetzt hier auch wieder alle abbauen, damit das natürlich nicht auffällt. Und jetzt muss ich quasi hier von der anderen Seite das Haus aufbauen. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier in mein Haus reingucke, sieht man ein ganz normales Haus. Wenn ich jetzt hier aber durch die Tür gehe, dann seht ihr, bin ich einfach irgendwo im Nirgendwo. Alter, der Lukas wird so verwirrt sein. Es wird so lustig, Leute. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran. So, ich habe jetzt hier schon fleißig die Wände platziert. Ihr seht es auf jeden Fall. Alter, man denkt einfach, dieses Haus, guckt euch das einfach mal von der Seite an. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Man guckt hier rein. Ein Bett steht hier, ein Teppich. Und jetzt geht man hier einfach in dieses Haus rein. Und man hat einfach hier so einen gigantischen Raum. Es macht keinen Sinn, Leute. Ich habe das jetzt übrigens so gemacht. Wir sind ja jetzt hier gerade quasi ganz normal bei unserem normalen Haus. Wenn wir jetzt durch die Tür durchgehen, ist es natürlich hier super groß. Und ich habe das extra so aussehen lassen hier unten. Als wären wir immer noch in unserem ganz normalen Haus. Dabei ist unser ganz normales Haus da oben. Wenn wir ganz kurz mal runterschauen, sehen wir, da unten steht quasi unser Fake-Haus, wo wir das Portal quasi platziert haben. Die Frage ist jetzt, was mache ich hier links hin? Soll ich hier links auch einfach eine Mauer hinmachen, in der Hoffnung, dass dem Lukas das nicht auffällt? Das ist jetzt einfach so gemacht, dass wir einfach auf beiden Seiten eine Mauer haben. Das einzige Problem ist, dass die Tür so ein bisschen abgehackt ist. Oder kann ich hier vielleicht noch eine andere Tür platzieren? Dass das irgendwie so aussieht, als wäre es normal. Ich weiß es nicht. Wir können es mal ausprobieren. Ich glaube, so sieht das jetzt normal aus. Wobei, wir haben zwei Türen. So sieht es normal aus, Leute. So sieht es ein bisschen normaler aus. Ich glaube, ich lasse es einfach so, dass ich die Tür dann hier offen lasse. Hier mache ich dann so einen kleinen Vorgarten jetzt noch. Wenn ich jetzt hier reinschaue, da sind Betten und so weiter. Wenn ich jetzt hier reingehe, ist allerdings ein ganz anderer Raum dort. Ich versuche den Raum ein bisschen zu unterteilen. Ich mache jetzt hier einfach so random ein Aquarium hin. Und dann natürlich dürfen auch nicht ein paar Fische fehlen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Dann haben wir einfach noch ein kleines Aquarium hier im Raum hingebaut. Dann machen wir hier schon mal einen wunderschönen Teppich hin. Einfach, damit der Raum ein bisschen gefüllter aussieht. Es ist eigentlich komplett egal, was hier im Raum ist. Und dann machen wir hier noch so Notenblöcke hin, nach dem Motto, wir haben hier einen Fernseher hingebaut. Denk mal, das kann man so durchgehen lassen. Wie gesagt, Leute, beachtet echt nicht die Innendeko. Es kommt nur darauf an, dass der Raum ein bisschen gefüllt aussieht. Dann mache ich hier einfach noch so einen Diamant-Armor-Stand hin, einen Netherite-Armor-Stand hin. Dann mache ich hier noch so eine kleine Umrandung. Wie gesagt, es sieht an sich gar nicht so schlecht aus. Ich bin halt gespannt, ob Ihnen das irgendwie auffallen wird, dass es hier viel zu groß drin ist oder nicht.
Jetzt machen wir hier allerdings noch so einen kleinen Geheimgang, nenne ich ihn einfach mal. Hier bauen wir nämlich auch ein kleines Portal hin. Das weiß denn Lukas natürlich auch nicht, sodass, wenn wir hier runtergehen, komplett woanders rauskommen. Irgendwie auf dem Haus von uns oben drauf oder so, dachte ich mir. Ihr seht, ich habe jetzt hier einfach so einen ganz komischen Wachturm hingebaut. Und ich werde das jetzt so machen, dass wir dann quasi, wenn wir runterklettern, hier oben herauskommen. Ich muss jetzt hier noch ganz kurz alles mit Holz wieder ganz normal hinbauen. Also ich muss sagen, ich versuche hier gerade irgendwie selbst durchzublicken. Um das mal ganz kurz zu erklären. Wir haben hier quasi unser Haus. Wenn ich in das Haus hereingehe, sind wir jetzt allerdings unten angekommen. Wir haben dann quasi hier unseren kleinen Trapdoor-Bereich. So, wenn wir in diesen Trapdoor-Bereich reingehen, seht ihr, wir kommen bei unserem... Wir sind dann quasi wieder auf der ganz normalen Seite, da wo Lukas auch ist. Wenn ich jetzt hier hochkletter, will ich allerdings auch zu meinem Wachturm hinkommen. Wir können hier rechts aber auch noch runtergehen. Und wenn wir runtergehen, kommen wir aber oben raus beim Wachturm. Oder wir können noch ein bisschen weiter nach unten klettern und sind dann in einem geheimen Raum wieder auf einer angeblichen Baubattle-Seite. Dabei ist die eigentliche Baubattle-Seite dort oben. Wenn man jetzt hier wieder reingeht, hat man, obwohl man ja hier ein größeres Haus hat, ein kleineres Haus. Und wenn man hier wieder hochgeht, dann ist man ja im ursprünglichen Haus angekommen. Warum backt die Leiter hier so ein bisschen rum? Ich mache jetzt hier drumherum noch ein bisschen Bone Meal hin, damit das noch ein bisschen natürlicher aussieht. Und das Gleiche muss ich dann natürlich auch beim anderen Haus machen, wenn man quasi hier herausgeht. Und ich baue jetzt hier noch einen unendlichen Gang hin, Freunde. Also ich zünd das Ganze hier an und ihr seht, hä? Was geht denn hier ab? Hä? Hä, Moment mal ganz kurz. Jetzt bin ich selbst verwirrt. Ich habe bis hier so noch so eine kleine Tür hingebaut. Und wenn man durch diese Tür läuft, dann hat man einfach so einen unendlichen Gang. Aktuell sieht man mich noch selbst. Diesen unendlichen Gang möchte ich noch ein bisschen nach rechts ziehen lassen. Deswegen, seht ihr, Leute, jetzt haben wir einfach noch einen schrägen Gang hier erzeugt. Alter, wie komisch ist das denn, bitteschön? Wie komisch ist das denn, bitteschön? So, ihr seht, man geht jetzt hier rein. Oh mein Gott, ich schau das mal an. Wir haben hier dieses Haus. Dieses Haus sieht so aus. Komischerweise ist hier links eine Tür. Und wenn wir durch diese Tür reingehen, dann seht ihr, ist die Tür einfach, dass sie so ein bisschen schräg geht? Hä? Der Lukas so verwirren. Es wird ihn so verwirren. Lol, dann kommt man einfach hier raus? Was? Wenn das nicht mindestens ein Like und Abo wert ist, dann weiß ich auch nicht weiter. So, bist du ready? Ja, ja. Lukas, ich komme erstmal zu dir rüber. Ne? Wir machen es spannend, was ich gebaut habe. Und... Junge, Alter! Alter, wie nice ist das denn? Er hat einfach meinen Skin gebaut. Richtig, richtig geil. Okay, ja, Lukas, du musst mir mal eine kleine Roomtour geben, ne? Okay, also erstmal habe ich hier so ein nices, modernes Haus natürlich gebaut, ne? Sieht echt geil aus, ja. Hier ist ein Geheimgang, ne, zu deinem Skin, wo du quasi in deinen Skin hereinkommst, quasi. Ach, da kann man sogar rein, lol. Ja, genau. Krass. Also, dann gehen wir so von innen angucken. Leute, so sieht mein Skin von innen aus. Einfach ein bisschen hohl. Okay. Oh, geil, ey. Nice. Sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Dort kannst auch von deiner Dachterrasse aus deinen Skin immer schön begutachten. Ui, auch nicht schlecht, ne? Ja, ja. Das sieht geil aus. Sehr geil aus. Genau. Und ansonsten hier noch so eine schöne Parkanlage, ne? Einfach. Ah. Finde ich geil. Auch noch mit den Bäumen. Sehr schön gemacht. Sehr modern gehalten. Und ich bin gespannt, ob ich da mithalten kann, ne? Ja. Also, wir gehen dann einfach mal rüber zu meinem Haus. Das ist es. Oh. Wie gesagt, das sieht auf den ersten Blick nicht so krass aus, ne? Wie gesagt, komm mal erstmal rein hier, würde ich sagen. Das sieht auf den ersten Blick nicht so krass aus hier, ne? Ja. Wir gehen mal rein hier, würde ich sagen, ne? Bin mal gespannt, ja. Genau, das hier ist auf jeden Fall mein Haus von innen, was ich so gebaut habe. Wir haben hier ein kleines Aquarium drin, ne? Toll. Okay, krass. Können wir, wie gesagt, auch nochmal hier heruntergehen. Geh mal ganz nach unten, dann haben wir hier noch quasi so einen kleinen Keller. Dann haben wir hier so einen kleinen Keller hingebaut. Mal. Was? Hä? Irgendwie bin ich verwirrt. Wir können halt auch wieder rausgehen, ne? Dann sind wir halt wieder beim Baubattle angekommen. Was ist das denn, Mann? Wir gehen einfach wieder rein, dann sind wir wieder hier angekommen. Was denn? Ah, man teleportiert sich da so irgendwie, ne? Nein, 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 nein. Also wir können auch wieder hochgehen, dann sind wir hier beim Wachturm angekommen. Also du siehst, wenn man jetzt hier hochgeht, dann sind wir hier schön beim Wachturm angekommen. Da kann man halt auch ein bisschen herumschauen. Und wenn wir dann wieder hier hochklettern, dann sind wir quasi wieder in diesem Aquariumraum angekommen, ne? Ey, sehr nice. Ich habe noch links einen Special-Raum für dich vorbereitet. Und dieser Special-Raum, wie gesagt, das ist nochmal wie bei dir dieser Secret-Gang, ne, den du gebaut hast. Ja, genau. Da haben wir auch so einen kleinen Secret-Gang. Und ja, da habe ich halt auch ein paar kleine Türen hingebaut. Wir gehen jetzt hier weiter, genau, zack, immer weiter. Moin. Lol, ist übel krass. Fühlst du dich ein bisschen veräppelt? Ja, Digga, das maximal probiert. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Mann. Besonders allergeilste ist einfach, wir klettern runter, ne?
und kommen beim Wachturm oben angeblich heraus. Jetzt schau dir mal das da oben an. Lol, Alter, was? Sobald wir hier in dieses Haus hereingehen, sind wir nicht mehr in dem Haus drin, logisch. Und jetzt schau mal rein. Siehst du, das ist ja, das macht gar keinen Sinn. So, wenn wir jetzt einfach da reingehen, dann passt hier einfach ein fettes Aquarium rein, hinten noch ein Wohnzimmer, ein Armor-Stand, alles auf Mögliche. Hier Monsters Gaming Zimmer. Wenn ich hier rechts rausgehe, müssten wir oben bei dir sein, also auf der ganz normalen Baubattle-Seite. Das sind wir nicht. Wir sind jetzt hier unten angekommen, können unser altes Baubattle-Podest dort oben sehen. Ich glaube, irgendwann kannst du mir gar nicht fest vertrauen, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ciao. Ja, war nice. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao. Ciao, ciao.